So Leute, ich war jetzt neulich im Laden unterwegs und habe etwas gesehen und dachte mir, oh krass, was sind das denn für Magic-Karten? Die sehen aber komisch aus. Und habe dann festgestellt, es gibt neue Starter-Decks, beziehungsweise das Ding ist urig alt, aber ja, wie ihr wisst, 1. April und so. Und wir haben die neue Welle der Magic-Starter erreicht, und zwar nützliche Magic-Starter, man nehme sein Geld und kaufe Yu-Gi-Oh! Structure Decks. Weil die kann man wenigstens benutzen. Die meisten Leute dürften jetzt abschalten. Tschüss. Für alle anderen, ich mache jetzt dieses Structure Deck aus, weil ich es gefunden habe und mir gedacht habe, ich kenne ja die Starter Decks von Magic. Die sind nicht gut, aber zumindest ja, ihr Geld nicht wert. Da kann man schon Geld mit drin verbrennen. Die Commander-Decks, die jetzt mittlerweile Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres rausgekommen sind, machen das Ganze schon besser, aber auch die verlieren an Wert und Qualität. Und habe ich das gesehen und dachte mir, du hast früher mal Magic, du hast mal. Und ich dachte mir, du hast früher mal Yu-Gi-Oh! Gespielt. Guck dir das doch mal an. Und deswegen gucken wir uns heute das Structure Deck Soulburner an. Ich habe keine Ahnung mehr von Yu-Gi-Oh! Dementsprechend. Für alle, die sich jetzt freuen oder interessiert sind oder sonst was, keine Sorge, ich werde das nicht zur Gewohnheit werden lassen. Aber ich muss jetzt erstmal hier aufmachen. Als ich Yu-Gi-Oh! Gespielt habe, da war ich so jung, ich durfte noch keine Zigaretten kaufen. Selbst damals noch nicht, als es 16 war. Dementsprechend auch kaputt. Dementsprechend gucken wir uns das Ganze hier mal an. Was haben wir denn hier? Blaue Karten? Egal. Gucken wir gleich. Ich bin erstmal gerade hier. Sind das immer noch seit Jahrzehnten dieselben schlechten? Ja. Pendelzone? Was zur Hölle? Extra? Was? Was? Friedhof Extra Deck. Das kenne ich noch. 5 Zonen. Nochmal Friedhof? Ah ne, Feldzone. Feldzone Friedhof. Das hier. Das kenne ich noch. Oh mein Gott, ich habe doch keine Ahnung mehr davon. Eine Anleitung, wie man Yu-Gi-Oh! Spielt, hoffentlich. Schwarze Karten. Also, kurze Erklärung. Blaue Karten und schwarze Karten kenne ich jetzt nicht. Ich weiß auch nicht, was diese Pendel... Ich habe keine Ahnung. Da war eine Karte, die ich kenne. Mystischer Raumtaifun. Das ist eine Spiegelkraft. Und das ist der Marshmallow aus dem Kinofilm. Die kenne ich. Ja. Kostenkarte, Sachen setzen, Sachen aktivieren. Leotron kenne ich nicht. Kämpfen. Okay, sie haben hier tatsächlich noch eine komplette kleine Anleitung drin. Das ist nicht schlecht. Oh, warte. Extra Monsterzone. Hierhin legst du deine Monster, die durch besondere Methoden vom Extra-Deck das Spielfeld beschworen werden, wie Link und Fusionsmonster. Hä? Muss man jetzt Fusionsmonster da oben hinlegen? Aber dann kann man da nur noch zwei fusionieren. Hä? Wenn, bitte einmal erklären, die Extrazonen. Danke, das Pendulum, Pendelmonster, Karten, Pendelzone. Hier, blaue Karten, Linkmonster. So funktionieren Link. Link-Bonis. Pendelmonster-Karten. Was? Das ist. Was? Egal. Gucken wir uns den Quatsch mal an. Wir haben großer Name heißt Leo mit einer ganz kleinen Textbox. Ich werde da nicht näher drauf eingehen, um zu lesen, was diese Karten können, weil wie viel Text haben die denn? Wow. Ich bin einfach nur verwirrt. Was soll diese blaue Karte? Oder diese schwarze Karte? Ich meine, es sieht immer noch wunderschön aus. Ich mag ja das Foiling von Yu-Gi-Oh! Tatsächlich. Ich finde es doof, dass die Karten kleiner sind als normale Magic-Karten. Großsalamander Wunderhengst. Du siehst wunderschön aus. Heißleo. Signallux. Gazelle. Ein Gürteltier. Okay, hier ist irgendwie so ein Feuertier. Gebrüll. Waschbär, Maulwurf, Federvieh, Schlagbison. Geil. Fuchsi, Falco, Jack Jaguar, Wolfie, Papago, Fuchser. Was bist du denn? Wahrer König Agnuzums der Verschwörung. Was ist denn mit deiner. Was ist denn mit eurer Text? Das sehe ich jetzt erst. Guckt euch mal die Textbox an. What the fuck? Kaiju der verrückten Flamme. Den kenne ich noch.
Den kenne ich noch. Den kann man nicht normal beschwören, sondern kann man den spezial beschwören, indem man eine Feuermonster aus dem Friedhof exalt. Oh mein Gott, den kenne ich noch. Ich kenne eine Karte aus diesem Deck. Was bist du denn? Gott, du siehst kacke aus. Du siehst doof aus. Das ist eher so mein Stil. Oh, eine Karte doppelt. Ich dachte, hier ist jede Karte nur einmal drin. Die Hülle ist hier doppelt drin. Ein Unbusch ist, solange du 500 Lebenspunkte zahlst, füge deine Hand eine vulkanische Hülle aus deinem Deck hinzu. Diese Karte muss sich im Friedhof finden, um den Effekt... Ah, okay, wenn der im Friedhof liegt, können wir 500 Leben bezahlen und die aus dem Deck auf die Hand nehmen. Okay, Großalmann, Heiligtum, Monster-Reinkarnation, die habe ich auch... Die kenne ich, also nicht gespielt, die kenne ich noch. Nachdem Monster Reborn gebannt wurde, hat man die gespielt. Ich weiß gar nicht, ob Monster Reborn wieder legal ist oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Hier sind Duel Links. Ich weiß nicht, was Duel Links ist. Es tut mir leid für die Leute, die hier tatsächlich ein gutes Opening sehen wollten. Link gebunden. Magisches Pflaster. Okay. Was? Wähle zwei Karten aus beliebigen Früchten, mischen sie in das Deck. Was zur Hölle? Das kenne ich. Irgendwoher. Das ist auch eine alte Karte. Fallgruben. Gegenfeuer. Die kenne ich auch noch. Großen Match. Und nochmal blaue Karten. Hä? Ich dachte, wir haben vorne blaue und schwarze Karten. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Es tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, was die Karten hier drin wert sind. Ich werde es nachgucken. Und ja. Ich glaube aber, wenn ich das hier richtig sehe, da sind auf jeden Fall ein paar coole Karten drin. Karten, die ich von früher noch kenne. Was die Karten genau tun, ich habe keine Ahnung. Wir können uns ja mal random irgendeiner dieser Großsalamander-Karten schnappen. Nehmen wir mal, vorne war doch so eine Glitzerkarte davon noch. Ja, Gürteltier. Das ist ein Feuermonster mit 3 Sternen und 1500. Sind die alle 3 Sterne? Nee, 2 Sterne, 4 Sterne, okay. Aber fast nichts zum Tribut sammeln. Wie will man hier drin Tribut sammeln? Also, können wir hier drin? Den können wir Tribut sammeln. Jawohl, den können wir tatsächlich Tribut sammeln. Okay. Aber ansonsten... Doch hier, oh ja. Oh ja. Spezialbeschwören, die kann man spezialbeschwören, wenn irgendwas passiert. Die kann man auch spezialbeschwören. Wow. Tribut sammelt man noch? Kennt das noch jemand? Ich habe doch keine Ahnung mehr. Ja, das Gürteltier sagt, falls du eine Groß-Salamander-Karte kontrollierst. Ah ja, hier genau. Du kannst diese Karte abwerfen und dann ein offenes Monster auf dem Spielfeld wählen. Es erhält bis zum Ende des Spiels ca. 500 ADK. Das ist cool. Falls du ein anderes Groß-Salamander-Monster als Groß-Salamander-Gürteltier kontrollierst und sich diese Karte auf dem Friedhof befindet. Okay. Du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung beschwören, aber verbanne sie, wenn sie das Spielfeld verlässt. Du kannst den Effekt nur einmal aktivieren. Was? Ach, wenn ich die Gazelle zum Beispiel habe und das Gürteltier im Friedhof, kann ich das Gürteltier auch spezialbeschwören. Okay. Ja. Das hier mit den blauen Karten verstehe ich immer noch nicht. Ja. Egal. Ich habe euch lang genug genervt. Ihr wisst Bescheid. Es ist 1. April. Ich werde gucken, was ich hiermit mache. Ich habe keine Ahnung. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.